Wir lieben Star Wars und wir lieben Lego. Die beiden in Kombination zu besitzen, empfinden wir deswegen als großes Geschenk, da wir dadurch ein tolles Hobby, eine coole Community sowie die Möglichkeit haben, in Form von Mocs unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. Aber wie bei jeder anderen großen Firma erlaubt auch Lego sich einige Patzer, die die Fans des Öfteren wütend machen. Vor allem bei der Star Wars Fanbase, die zu den größten zählt, gibt es doch einige bestimmte Fälle, die die Community darüber heiß diskutieren lässt, ob Lego überhaupt eine Ahnung hat, was sich Lego Star Wars Sammler eigentlich an Sets, Figuren und Themen wünschen. Fünf dieser Entscheidungen, deren Sinn wir nicht ganz verstehen, wollen wir euch heute vorstellen. Viel Spaß! Fangen wir mit dem offensichtlichsten an, nämlich den Battle Packs. 2007 kamen die ersten auf den Markt und blieben über 10 Jahre lang fester Bestandteil des Lego Star Wars Programms. Ihre Beliebtheit lässt auf die Möglichkeit zurückführen, günstig an Star Wars Figuren einer bestimmten Fraktion zu kommen und somit Armeen von beispielsweise Klonen oder Stormtroopern aufzubauen. Gerade der Preisaspekt ist wichtig, da sich vor allem Kinder von ihrem Taschengeld ein schönes Set kaufen können, während beispielsweise Erwachsene eine brauchbare Figurenauswahl für Mocs zur Verfügung haben. 2020 kam es dann aber zur Zäsur. Die Zeit der Battle Packs endete vorerst. Warum Lego das tat, ist schwer zu sagen und die Fans verstanden diese Entscheidung überhaupt nicht. Sie kamen dann zwar relativ schnell wieder zurück, aber zwei Faktoren haben sich leider negativ verändert. Zum einen der starke Preisanstieg von 15 auf 20 Euro, was natürlich zum Teil auf die Inflation zurückzuführen ist, aber selbst dann sind 5 Euro zu viel. 17 Euro wären definitiv fairer gewesen. Noch schlimmer ist aber, dass es nur noch einen Battle Pack gibt. Früher gab es nämlich jeweils zwei Packs, die fast immer thematisch zueinander gepasst haben. Jetzt gibt es nur ein einzelnes Set, der 501. Trooper, das ohne einen Droids Battle Pack keinen richtigen Gegner hat. An dieser Stelle noch ein Kommentar zum 501. Battle Pack. Die Figuren sind an sich toll, aber leider eignen sie sich nicht, um Armeen aufzubauen. Sprich, der häufige Kauf dieses Sets lohnt sich weniger. Es gibt so viele coole, selbst erstellte Sets von Fans, die eindeutig besser als Lego verstanden haben, welche Battle Packs sich Star Wars Fans wünschen. Kommen wir jetzt zu einer bestimmten Set-Kategorie, deren Sinn wir hingegen mit Abstand am wenigsten verstehen. 2019 wurden die ersten sogenannten 4-Plus-Sets vorgestellt, die laut der offiziellen Beschreibung von Lego speziell entwickelt wurden, um den Kindern Spaß zu bereiten und ihr Selbstvertrauen zu stärken, damit ihnen der perfekte Start mit einfachen Bauschritten gelingen kann. Kurz gesagt, die Sets bestehen vor allem aus großen Teilen, wodurch ein Schiff oder Fahrzeug in kürzester Zeit aufgebaut werden kann. Diese Beschreibung klingt erstmal nach einem Duplo-Set und genau das ist der Punkt, welche Zielgruppe man damit erreichen kann. Es ist doch etwas fraglich, ob sich ein 4-jähriges Kind Star Wars anschauen und verstehen würde. Wir haben beispielsweise mit 7 Jahren unseren ersten Star Wars Film geschaut. Natürlich haben wir nicht alles verstanden, aber was wir hinbekommen haben, war normales Lego zu bauen. Dafür benötigt man dann auch kein 4-Plus-Set mehr. Am schlimmsten ist jedoch das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Sets. Nehmen wir einfach mal den 4-Plus-TIE Fighter als Beispiel. Warum sollte man sich diesen für 20 Euro kaufen, wenn man sich auch für den doppelten Preis ein richtiges TIE Fighter Modell kaufen kann? Dieser ist zwar teurer, hat aber über 400 Teile, bietet einen größeren Bauspaß und sieht einfach besser aus. Das 4-Plus-Set hat gerade mal 77 Teile, man kann also nicht wirklich von einem Bauerlebnis sprechen. Außerdem betrachten wir es nicht als Argument, dass man hier exklusive Figuren erhalten kann, denn es darf einfach nicht sein, dass man ein absolut überteuertes und unnötiges Set kaufen muss, um eben an bestimmte Minifiguren herankommen zu können. Trauriges Beispiel ist hier wohl das letzte 4-Plus-Set mit 3 exklusiven Figuren. Für 35 Euro erhält man 87 Teile und einen so grauenvollen AT-ST, den wir nicht mal mit 4 Jahren toll gefunden hätten. Keine Ahnung, was Lego sich bei solchen Sets denkt, das bleibt wohl deren Geheimnis. Man kann Lego auf 2 Arten kaufen. Zum einen ganz üblich beim Spielladen um die Ecke oder zum anderen auf Amazon und anderen Shopseiten.
Diese haben jedoch nicht das ganze Sortiment im Programm, denn wenn man an den sogenannten exklusiven Sets kommen möchte, kann man das nur bei LEGO direkt oder durch Händler, die es selbst bei LEGO gekauft haben und die Sets meistens noch teurer weiterverkaufen. Zuerst einmal finden wir das nicht so schlimm, dass man einiges nur bei LEGO direkt kaufen kann. Gerade so etwas wie das UCS-Modell oder extrem teure Sets sind doch etwas spezieller und richten sich an eine kleinere Zielgruppe. Hier macht der Begriff exklusiv auch Sinn und erscheint richtig. Was wir aber nicht verstehen, wenn augenscheinlich normale Sets exklusiv sind. Nehmen wir als Beispiel den Republic Fighter Tank mit 45 Euro, liegt es in der mittleren Preisklasse und ist augenscheinlich zum Spielen gedacht. Man bekommt einige Klone, Mace Windu, Kampfdruiden und ein cooles Fahrzeug. Es wäre somit der geeignete Gegenpart zu einem Set wie beispielsweise dem AAT. Aber warum ist das jetzt ein Problem, dass dieses Set exklusiv ist? Viele Menschen haben nicht die Möglichkeit, in der Nähe eines Lego-Shops zu wohnen. Wir selbst brauchen etwa 2 Stunden bis zum nächsten Store. Deswegen kaufen wir meistens im Lego-Online-Shop ein, gäbe es da nicht das Problem, dass für viele dieser Sets dauernd ausverkauft sind oder öfters erst um Mitternacht verfügbar werden, sodass Menschen, die früh aufstehen müssen, oder Kinder, die natürlich auch schon im Bett liegen, kaum die Chance haben, sich das Set zu holen. Gerade bei Kindern sehen wir das größte Problem, die können ja nicht selbst bestellen und wenn die Eltern selbst keine Lego-Fans sind, wird es umso schwieriger. Das beste Beispiel hierfür bleibt nach wie vor das Clone Accessory Pack. Wir haben schon viele verrückten Geschichten auf unserem Discord-Server gehört, dem ihr gerne joinen könnt, Link ist in der Bio. Von Leuten, die 30 bis 40 Mal im Store waren und dieses Set jedes Mal ausverkauft war. Es kann einfach nicht sein, dass solche Spielsets, was sie in der Theorie eben sind, nicht auf den freien Markt kommen. Gerade kleinere Spielzeugläden würden solche Sets gut tun und es ist einfach schade, dass LEGO diese einer breiteren Masse verschließt. Hinzu kommt, dass man die exklusiven Sets kaum mit Rabatt bekommt, sondern den meist zu teuren Preis bezahlen muss, aber über die Preispolitik von LEGO werden wir mal in einem anderen Video sprechen. Beim nächsten Fall geht es zwar nur um ein einzelnes Set, aber nicht darum, ob dieses jetzt gut oder schlecht ist, sondern um das Ganze drumherum. Die Geschichte des UCS Gunships wird bis heute heiß diskutiert und ging sogar so weit, dass LEGO ihr eigenes Interview zu diesem Set auf YouTube gelöscht hat. Kehren wir aber zuerst noch einmal zum Anfang zurück, wie alles begann. Anfang 2020 konnten Fans über das nächste UCS-Modell abstimmen. Das war natürlich klasse, denn so konnte einfach das Set ausgewählt werden, was die Fans am meisten wollen. Zudem konnte man noch angeben, welche Minifiguren man sich wünschen würde und auch noch einen Kommentar schreiben, bei dem man noch sonstige Wünsche mitteilen konnte. Durchgesetzt hat sich das Gunship, ein Schiff, das zu den beliebtesten gehört, erkennbar unter anderem an den hohen eBay-Preisen für ältere Modelle. Was dann aber kam, war wirklich nicht das, was sich ein Großteil der Fans gewünscht hatte. Ein Gunship, das zwar ganz gut aussieht, aber mit 350 Euro zu teuer war und die falsche Größe hatte. Die meisten wollten nämlich eins in Minifigurenmaße, was zugleich eine größere Zielgruppe angesprochen hätte. Schlimmer waren aber noch die Minifiguren, Mace Windu und ein Klon-Commander, den man nach der Meinung von LEGO auch als Piloten benutzen kann. Allein das dazugehörige Interview, wo unter anderem diese Aussage vorkam, war absolut peinlich. Klar, ein Mensch verspricht sich mal, aber wie kann man das nicht korrigieren und eben sagen, dass das Gunship ein Set der Originaltrilogie ist? Auch das wurde nämlich gesagt, man kann es fast nicht glauben. Die Fans kamen wirklich ins Grübeln, ob LEGO überhaupt eine Ahnung von Star Wars hat. Wie gesagt, den Klon-Commander kann man auch als Piloten benutzen, so sieht das jedenfalls LEGO. Zu Mace Windu wurde nur gesagt, dass er ganz cool wäre, auch das ist kein Argument. Noch schlimmer wurde es, als der Klon sowie eine leichte Veränderung von Mace Windu einige Monate später in günstigeren Sets auftauchten. Gerade die exklusiven Figuren waren einer der wenigen Gründe für einen Kauf. Die meisten fühlten sich hintergangen, da ihre Wünsche offenbar komplett ignoriert wurden, das Set verkaufte sich wie erwartet überhaupt nicht gut und Teile der Star Wars Community kochten vor Wut. Anders kann man sich nicht erklären,
warum Lego das Interview gelöscht hat. Es ist einfach das perfekte Beispiel dafür, wie schlecht es um die Kommunikation zwischen Fans und Lego steht. Hat Lego ein Kinderproblem? Diese Frage muss man sich durchaus in der heutigen Zeit stellen, wo Handy und Konsole in fast jedem Kinderzimmer zu finden sind und somit das konventionelle Spielzeug immer stärker verdrängt wird. Lego weiß das augenscheinlich auch, anders kann man sich solche Themen wie Video, die eben mit Smartphone gekoppelt sind, nicht erklären, auch wenn sie größtenteils kläglich scheitern. Es muss also eine neue Zielgruppe her, das heißt die 18-Plus-Sets, die es seit einigen Jahren gibt, sind offensichtlich an Erwachsene gerichtet und sind nicht als Spielzeug zu verstehen, sondern als Modelle zum Hinstellen. Ein weiteres Ergebnis dieser Politik sind immer größere und damit teurer werdende Sets. Es scheint also, dass Lego ihre Produkte stärker als eine Art Modellbau verkaufen möchte. Diese Entwicklung stört uns aber gerade bei Star Wars ungemein. Denn während es immer weniger coole Spielsets gibt, nehmen Helme und Dioramen diesen Platz immer mehr ein. Dabei sind diese Sets selbst nicht das Problem. Eigentlich ist es eine super Sache, dass man eine große Vielfalt an Sets bietet. Die Helme und Dioramen sind auch keine schlechten Sets und haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Es kann aber nicht sein, dass hierfür andere Star Wars Sets weichen müssen. Wir vermissen nämlich etwas bei Lego Star Wars, die Kombinationsmöglichkeiten. Es kann einfach nicht sein, dass so viele neue Star Wars Serien gibt, die man aber nicht vernünftig umsetzt. So gab es nur ein Set zu Endor, zwei Sets zu Bad Batch, die nicht mal gleichzeitig auf den Markt kamen, aber auch sowas wie der AT-TE, basierend auf der Schlacht von Utapau, wozu es aber dann keine wirklich passenden Sets gibt. Andere Themen, die viel Potenzial hatten, wie beispielsweise die Schlacht von Mandalore, wurden überhaupt nicht genutzt, obwohl die Lego-Community förmlich danach schrie. Gerne wird in YouTube-Videos auf die Clone Wars-Zeit zurückgeblickt und das stimmt auch. Es gab so viele Sets zu dieser Serie, man konnte eine unglaublich große Welt erschaffen. Diese Politik wurden offenbar bei Lego fallen gelassen und man richtet sich verstärkt an Erwachsene. Dies ist wie gesagt nicht schlecht, aber eine gute Balance zwischen Spielsets und Modellen ist unserer Meinung nach aktuell nicht gegeben. Versteht uns nach diesem Video bitte nicht falsch. Wir lieben Lego Star Wars. Bei all dieser Kritik darf man natürlich nie vergessen, dass wir Lego auch dankbar sein müssen, dass sie dieses Thema, das von uns von klein auf fasziniert wird, in ihrem Sortiment aufgenommen haben. Durch das Klemmbausteinsystem ist man nicht einmal an Sets gebunden. Man kann sich theoretisch jeden Planeten, jede Szene und jede Schlacht nachbauen. Kritik ist ab und zu normal und gibt es bei jedem anderen Hobby auch. Nun sollte man sich dadurch nie den eigenen Spaß verderben. Jetzt seid ihr gefragt, was stört euch an Lego Star Wars und was mögt ihr daran? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal, euer Joyforce-Team. Tschüss!